Ich bin fix und fertig gerade, Leute. Ich grüße euch, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Champions. Leute, Breaking News sind heute am Start, und zwar hat WWE Champions einen kleinen Trailer rausgehauen mit einem Promocode für die gute Alexa Bliss, die wir uns alle angeln können. Leute, wie gesagt, gebt den Promocode ein. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wo das ist. Unter dem Video auf YouTube ist zu lesen, dass dieser Code ab dem 16.8. einlösbar ist. Der 16.8. ist morgen. Wir müssen noch ein bisschen die Zeitverschiebung zu den Amis ein bisschen einrechnen. Leute, ich würde sagen, versucht einfach den Tag über, denke ich mal, spätestens dann, wir werden es ja sehen, wenn auf einmal die Tour für die Frauen da ist und irgendwie Frauen hier in diesem Spiel jetzt mit implementiert sind, spätestens dann können wir auch den Promocode für die gute Alexa Bliss uns gönnen. Und dann hat jeder die gute Ute einfach mal in seinem Roster, Leute. Es gibt verschiedene Methoden, wie ihr dorthin kommt. Ihr geht auf Shop, dann steht hier Code einlösen. Das ist überhaupt kein Problem. Oder ihr geht hier oben auf Einstellungen, was ich jetzt nicht machen werde, weil dort nämlich die Spieler-ID und sowas mit drin ist. Und die möchte ich hier im Video nicht zeigen. Deshalb hier oben aufs Einstellrädchen. Das ist, glaube ich, extra für die sehr wichtig, die ein Apple-Gerät nutzen, weil die können das bei Shop tatsächlich nicht machen. Hier oben beim Einstellrädchen oder für alle anderen halt, wie gesagt, bei Shop. Dann gebt ihr den Code ein, der ja auch in dem kleinen Einspieler drin ist, den ich euch gezeigt habe. Oder ich schreibe ihn auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Und das gebt ihr dann dort ein. Und da werden wir alle morgen die gute Alexa Bliss bekommen. Und Leute, andere richtig, richtig geile Nummer. Ich gehe hier mal auf Klasse. Gestern war Schlüssel-Event. Das ist ja wirklich die Events beim SummerSlam-Event. Die gehen ja wirklich bam, bam, bam. Das geht ja hintereinander weg, ratzfatz. Die wollen halt, ist so meine Theorie, so ein bisschen uns dazu zwingen, dass wir unsere Ressourcen schön verballern. Sprich jetzt Gold, Poster oder unsere Marken. Damit wir ganz einfach bei der Women's Division dann schon ein paar Probleme direkt haben. Und die Leute natürlich zum Kaufen animiert werden. Was wollte ich euch aber zeigen? Leute, ich hatte gestern richtig Schwein gehabt, nämlich ich habe bei den Schlüsseln tatsächlich den Undertaker, die Deadman-Variante, den Trickster gezogen. Hab ich mich gefreut, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ist neben dem Trickster Seth Rollins und Farouk einer der besten Trickster, die man gegenwärtig im Spiel kriegen kann. Und das hat mich auch zu meinem Entschluss jetzt geführt, weil ihr seht, ich könnte Bray Wyatt auf 3 Sterne Silber machen, werde es jetzt aber nicht tun. Ich werde wirklich die Marken aufheben und werde jetzt meinen Undertaker hochziehen. Weil das soll auf kurz oder lang der Trickster werden, der auf 3 Sterne Gold hochgeht. Also ich habe mir wirklich vorgenommen, im Vergleich zu all meinen anderen Trickstern, er jetzt auf 3 Bronze, dann irgendwann 3 Silber und irgendwann halt 3 Gold. Weil er ist einfach ein genialer Superstar und wenn wir uns mal seine Manöver angucken, also er ist noch nicht auf 3 Sterne, deshalb ist der Chokeslam noch nicht mit drin. Aber das Fallmanöver ist richtig cool und ich liebe es, wenn Superstars als Untermanöver einen Submission-Move haben, wie es zum Beispiel auch der Undertaker die Phenom-Variante hat. Und kleiner Tipp, wenn ihr hier einfach für dieses Manöver hier, was gerade mal 6 Aufladungen braucht, was wirklich nicht viel ist, wenn ihr den auf 3 Sterne habt und ich sage mal, dann kann man 2 Trainer einsetzen, da könnt ihr für die schwarzen Manöver hochpushen, euren Bray Wyatt reinhauen. Was ich hier dann noch gemacht habe, die Zombie-Variante von Kevin Owens, der macht das Manöver einfach mal 2 Runden länger und das alleine schon bei einem Talentwert von 1000. Und dann ist das Manöver in der gegenwärtigen Situation schon 5 Runden lang. Und das nach einer Aufladung von 6. Das ist richtig geil, Leute. Deshalb, wenn der auf 3 Sterne ist, kommt dann hier noch Bray Wyatt mit dazu. Oder eventuell, wenn ich ihn dann violett, schwarz spiele, das werde ich dann sehen. Da werde ich das dann so ein bisschen entscheiden, wie ich meine Trainer verteile. Aber auf jeden Fall, der Undertaker wird mein neuer, ja, wird die neue Priorität, was die Trickster angeht. Und ihr wisst, bei Trickster habe ich aber halt das Problem, dass ich keine Poster so richtig bekomme. Und Leute, deshalb sitzen wir heute hier. Wir werden ein bisschen Loot öffnen, weil ich ein paar Poster habe, die ich mit euch öffnen kann. Und dann habe ich beim SummerSlam Event tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Und ich denke mal, jetzt ist auch wirklich finito. Ich habe den nächsten Meilenstein erreicht, nämlich den Meilenstein um 1,8 Millionen. Ist eine geile Sache. Wir können nämlich zweimal Headliner öffnen und wir bekommen 2 goldene. Oh, ich benieße es gleich.
Zwei goldene Tresore und einen silbernen. Vielleicht hier eine Chance auf eine 4-Sterne-Marke, die mir fehlt. Aber Headliner-Chips kriegt man auch. Können wir auch zweimal öffnen. Und ich hoffe, dass wir endlich mal das kriegen, was wir brauchen. Aber kommen wir erstmal zum Loot. Das wird sich wieder ein bisschen ziehen, aber so ist es nun mal. Ich brauche die Poster. Wir gehen mal hier drei Stück, hier fünf jeweils. Wie gesagt, alles, was an Trickster-Poster rumkommt, da freut sich mein Undertaker drum. Also es geht schon mal richtig gut los, um ehrlich zu sein. Aber Leute, wir bleiben stark. Wir haben noch ganz paar Poster zu öffnen. Was haben wir hier? Okay, eins. Kleinvieh macht auch Mist. Pass auf, hier kommen jetzt die Trickster-Poster um die Ecke. Wow. Eins. Wow. Aber alles gut, Leute. Alles gut. Wir haben noch eine ganze Ecke vor uns. Hier eins ist mit 50. Ja, das heben wir uns noch auf. Hier ist mit 25, wartet mal. Man soll sich ja das Schöne immer bis zum Schluss aufheben. Hier sind 50, oh Gott. Hier sind nochmal drei, genau. Wir müssen das ein bisschen gestaffelt machen hier. Jetzt habe ich nicht geguckt. Okay, drei Trickster-Poster. Wie gesagt, Leute, Kleinvieh macht Mist. Kleinvieh macht Mist. So, und hier, die letzten Tage haben sich Teamkollegen richtig viel gegönnt. Hier können. Vor allem Gesundheitspakete sind wichtig, Münzen fände ich cool, aber halt auch Poster drin sein, 62 Taschen. Wir gucken mal, was hier so für uns bei rumkommt. Wir kriegen 27 Gesundheitspakete, 12.000 Münzen, Gauntlet-Blitztickets, Poster, 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 Poster und nochmal Poster. Und das einfach nur, weil man in einem Team ist. Und das finde ich schön. So, dann haben wir hier wir machen erstmal hier die Requisiten. Habe ich auch gar nichts mehr weiter. Ich hoffe ja immer noch, dass jetzt mal ein Gauntlet-Blitz kommt, wo wir da wieder ein paar Requisiten farmen können. Das ist Schmutz. Das ist geil. Das ist Schmutz. Das ist geil. Geil. Sehr geil. Sehr gut. Sehr gut. Das waren einigermaßen schöne Requisiten. Darüber freue ich mich. So, gucken wir mal weiter. Bevor wir die Siegestasche, obwohl die kleinen Siegestaschen werden wir mal aufmachen. Und hier geht's halt schon los, was dann für viele unter euch vielleicht interessant ist, weil wir von den jeweiligen Superstars ja jetzt hier doppelte Poster kriegen können. Und damit halt auch Splitter, ne? Und hier Big Show ist halt so ein Kollege da, die Splitter, der ist, ja, hat man die Möglichkeit, den auf 3 Sterne Bronze hochzuziehen, was ich auch schon gemacht habe jetzt beim Talent-Up-Event. So, da gucken wir mal. Wir kriegen Münzen, wir kriegen 10 Cash, das finde ich natürlich auch schön. Splitter für Triple H. Splitter für The Rock. Dann gibt es noch mal ein paar Splitter für Kevin Owens. Splitter für Seth. Muss man jetzt wirklich aufpassen, dass man nicht sagt Poster für die jeweiligen, sondern halt auch Splitter. Ne? So, da gab es noch mal was für Roman. Jetzt gibt es noch was für John Cena hinterher. Und das ist halt so eure Einnahmequelle für die Splitter, um dort gegenwärtig ein paar Superstars auf 2 Sterne Gold zu bringen. Aber halt auch jemanden wie Big Show. Auf 3 Sterne Bronze sogar. Ist von seinen Manövern her jetzt nicht der allerbeste, aber wenn er als Trainer zum Beispiel noch Arn Anderson hat, ist das definitiv ein Spieler, der sehr interessant ist. Wir haben hier 1 Sterne Silbermarken, da gucken wir auch mal rein, was das Glück uns so beschert. Wir kriegen Maulschlüssel, Springseile, einen Geschäftsanzug. Geschäftsanzüge sind gegenwärtig eigentlich mit am wichtigsten für mich. Wenn ich überlege, dass ich von den Geschäftsanzügen mal das meiste hatte und jetzt sage ich tatsächlich, das ist das Wichtigste geworden. Also ist es nun mal. Hier gibt es nochmal Sidekick, also Unterstützertaschen. Hier sind auch, können Requisiten drin sein. Hoffe ich mal, dass was bei rumkommt. Ganze 15 Stück. Wir gucken mal, was das Glück uns beschert. Wir kriegen 6.000 Münzen, 4 Gesundheitspakete, Tickets. Gut, eine, 2 Requisiten, auch die Hardshow mit einem gelben Manöver nach oben. Das ist sehr schön. Davon kann ich nie genug haben, um ehrlich zu sein. So, dann kommen wir mal als nächstes. Was haben wir hier noch? Wohltätertaschen. Da gucken wir auch noch rein. Hat sich doch wieder einiges so angesammelt jetzt. So, wir gucken mal. 2 Gesundheitspakete, Tickets und 30.000 Münzen. Sehr schön. Immer her damit. So, das Spielchen geht munter weiter. Das heben wir uns natürlich auch für die nächste Faction Feud. So, gucken wir mal hier rein. Siegestaschen 2. Hier natürlich auch wieder Splitter für bestimmte Superstars. Poster können drin sein. Gut, ein Sterne mal. Hier 2 Sterne Gold nehme ich immer gerne mit. Und wir hatten tatsächlich ja schon ein paar Mal das Glück gehabt, 3 Sterne Marken rauszuziehen. Leute, wir gucken mal. 21 Taschen sind da. Okay. Gesundheitspakete immer her damit. Gibt es auch ein paar Splitter für The Rock. Ganze 8 Stück. Mal weiter. Splitter für Kevin Owens.
Ja, für Big Show ist jetzt nicht mehr so wichtig, aber da kann ich seine Manöver irgendwann mal hochziehen. Und von daher alles gut. Ganze 12 Splitter für Kevin Owens, was auch nicht so scheiße ist. Den habe ich ja jetzt auch auf 2 Sterne Gold. Da kann ich da auch die Manöver von ihm hochziehen. Den habe ich noch nicht fusioniert auf 2 Gold, den guten Kane. Okay, für Dean Ambrose. Der ist halt wirklich cool, ne? Also auf 2 Sterne Gold, den will ich dann eigentlich auch irgendwann mal weiter hochziehen. Habe jetzt bei den Technikern noch ein bisschen andere Prioritäten, aber Dean Ambrose habe ich definitiv nicht vergessen bei den Technikern. Hier gibt es nochmal schön Poster, Poster, Poster. Natürlich nichts für die Trickster. So, was machen wir denn als nächstes? Machen wir hier die Endsterne Goldmarken, ganze 21 Stück gibt es hier. Bray Wyatt Laternen würde ich sehr gerne nehmen. Wir gucken mal, kriegen ganze 4 Stück, vollkommen in Ordnung. Ja. Hauptsache Bray Wyatt Laternen, wenigstens ein paar drinne, dass dort ein kleiner Push wenigstens da ist. So, was mache ich als nächstes? Jetzt kümmern wir uns aber mal um die Poster hier. 25, wie gesagt, in 4 Stück 100 Poster warten auf uns. Trickster Poster, oh Gott. 2x50 oder immer 75, immer 25. Wir gucken. Oh mein Gott, sehr geil. 25 Trickster Poster, das freut mich wie die Sau, ey. Ich brauche über 230 Stück für den Undertaker, von daher hilft mir hier alles, um ehrlich zu sein. So, haben wir hier nochmal jeweils 50, ganze 4 Stück. Ey, komm, mach weiter, gib mir Trickstar-Poster. Es gibt 200 Poster von einer Sorte. Akrobat, ey. Also, so ein Glück hab dann auch nur ich, ne? So, da haben wir aber hier noch 44 Taschen mit jeweils 10. Das sind 440 Poster, die jetzt hier auf uns warten. Ne? Ich hoffe, hier kommt Trickstar-mäßig was bei rum. Wenigstens die Zahl 6 soll dastehen. Ja, schon mal ein Anfang. Da sind wenigstens Trickster-Poster drin. Leute, wir gucken. Oh, sehr gut. Okay, 70 Trickster-Poster mit den 75 davor sind schon mal 140 wieder bei rumgekommen. Das ist sehr geil. Weil wenn ich jetzt mal auf Poster gehe, wie viel habe ich jetzt? 230, das könnte schon fast reichen für meinen Undertaker. Aber wir haben ja noch die Tresore, wo auch noch ein paar Poster auf uns warten können. Die wollen wir natürlich nicht vergessen. Aber wir haben auch noch ein paar Marken. 2 Sterne Goldmarken. Auf jeden Fall die Schweißbänder, Leute. Also alles andere ist nicht so wichtig für mich. Die Schweißbänder sind wichtig. Ah, der Limo-Schlüssel. Ich krieg halt da nicht ein. Ich krieg nicht das, was ich brauche. Und das geht halt bei den Headliner-Chips, wird das so weitergehen. Es würde mich echt wundern. So, hier haben wir 3 Sterne-Marken. Hier brauche ich tatsächlich die Bleigurte im Augenblick. Für meinen Undertaker, Fine, wenn der irgendwann mal auf 3 Gold gehen soll. Also Bleigurte und Boxhandschuhe, das sind so die Sachen, die ich gerade am meisten benötige. Oh, 4 Sachen, das wird so schön aufgeteilt. Zweimal den Ohrschutz, ein Bleigurt, sehr schön. Ein Trampolin, ein Krönchen. Wenigstens ein Bleigurt war drin, da freue ich mich. Sehr, sehr gut. So, Leute. Wir gucken uns erstmal. Wir machen erstmal den silbernen drin. Oder warte mal. Ne, wir machen hier, wir gucken mal. 3 Sterne Gold, definitiv Bret Hart Brillen. Weil, Leute, kommt, bevor wir da jetzt hier weiterreden, da muss ich euch ganz einfach das Problem zeigen, weil es ist wirklich faszinierend. Wir gehen mal auf. Ne, Klasse war schon richtig. Bei Triple H wisst ihr ja selber, fehlt mir eine 4-Sterne-Marke und die, ich habe jetzt die 200 Dollar, die hole ich mir davon dann gleich. Falls ich die Marke jetzt hier bekomme. Alles gut, alles da, die 3-Sterne-Marken sind da. Dasselbige gilt für Seth Rollins. Da fehlt tatsächlich auch nur noch diese eine 4-Sterne-Marke. Und ich wette mit euch, Leute, das Glück habe ich nun mal gepachtet bei Stardust. Richtig geil, der ist auf 3 Sterne Silber. Und ich wette mit euch, Leute, guckt euch das an. Ich wette, ich habe die 4 Sterne Marken eher zusammen wie die Bret Hart Brillen. Das wette ich mit euch. Aber auf jeden Fall ist die Chance größer, mal Bret Hart Brillen zu kriegen als 4 Sterne Marken. Aber das wollte ich euch einfach nur mal zeigen, dass ihr das Problem einfach mal kennt, was ich da habe. Wir gucken jetzt aber mal bei der 3-Sterne-Marke. Ich gehe davon aus, dass es wieder mal ein Godfather-Hut wird oder eine Shawn Michaels-Mütze. Leute, wir gucken drin. Wir gucken drin. Oder eine Brutus Barber Beefcake-Schere. Ich krieg da nicht das, was ich brauche. So, Leute, jetzt kommt aber das, weswegen wir alle hier sind. Es gibt Tresore. Wie gesagt, Chance auf den Stinger wäre natürlich richtig geil. Poster brauche ich auch. Hier die Bret Hart Brille. Headliner Chips wäre richtig geil, wenn da was bei rumkommt. Leute, wir gucken hin.
Wir kriegen das Minimum. 25 Poster, Junkyard Dog Halsband und 250.000 Münzen, vollkommen okay. Aber war halt doch eher wieder so ein Piss-Tresor. Aber zwei goldene, Leute. Zwei goldene, wie gesagt, Stinger wäre so geil. Hier wäre auch mal schön, wenn hier einfach mal 100 Poster für die Tricks dabei rumkommen. Wie gesagt, eine von den beiden Marken und das wäre so genial. Bret Hart Headliner Chips 15.000 bietet auch die Chance, dort was zu kriegen. Leute, wir gucken. Minimum, was sonst? Wir gucken, Leute. 50 Poster, 500.000 Münzen. Okay, das ist ganz cool. Und 100.000 Münzen. Wollt ihr mir nicht einfach eine 4-Sterne-Marke geben? Oh, Maximum. Leute, wir gucken. Jawohl, 15.000 Headliner-Chips. Da können wir ganze 2 mehr aufmachen gleich. Das Junkyard-Dog-Halsband. Wow, nochmal 15.000 Headliner-Chips. 50 Poster. Und die Brutus Barber Beefcake-Schere. 2x 15.000 Headliner-Chips. Das ist geil, Leute. Das ist geil. Mein Herz pocht wie die Sau gerade, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, wie viel können wir da jetzt öffnen? 6? 7. 7. Ey, Leute. Das Cape für die Akrobaten oder die Schienen für die Striker. Das wird doch jetzt nicht das Problem sein. Leute, 7 Stück. Wir gucken. Wir gucken. Ja, verdammt, ja! Verdammt, da ist es! Oh, sorry, Leute. Sorry. Ja, pass auf, jetzt kommt noch eine. Ich hab's vorhin mit euch gesagt. Bret Hart-Brille, geil. Gutes Barbe-Beefcake-Schere. Nochmal. Gib mir jetzt noch die Schienbein schon, Alter. Das wäre so geil. Noch eine Bret Hart-Brille. Sehr, sehr geil. Leute, ich habe die Marke gekriegt, die ich brauche. 2 Bret Hart-Brillen, richtig geil. Und hier auch die 4-Sterne-Marke für die Techniker. Ich bin fix und fertig gerade, Leute. Ich bin fix und fertig. Oh. Vor allem wirklich für Stardust ist das auch so geil, weil der braucht ja dann noch eine und die 4 Bret Hart-Brillen. Ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, die andere zu kriegen. Aber auf kurz oder lang sieht es gut aus, dass Stardust auch mal auf 3 Sterne Gold kommt. Aber Leute, das Wichtige ist diese fucking Nummer. Endlich ist es passiert, endlich ist es passiert. Und mir ist es auch scheißegal. Das eigentlich das eventmäßig gut, es ist noch ein Talent-Up drin. Ist mir scheißegal. Ich werde den jetzt hochziehen. Mein erster 3 Sterne Gold. Und Leute, ich weiß, das ist bloß ein voller Stern und eigentlich ist es kacke. Aber wie es halt so ist, wichtig ist, überhaupt mal ein 3 Sterne Gold Superstar zu haben. Und das ist heute endlich soweit. Wir haben es geschafft. Ich bin fix und fertig. Leute. Ich denke auch gar nicht drüber nach. Hier wird jetzt auf Verbessern geklickt. Wir machen den auf 3 Sterne Gold. Oh, endlich. Endlich. Es ist passiert. Der erste 3 Sterne Gold Superstar. Und ihr wisst gar nicht, was das für mich bedeutet. Vor allem, jetzt ist halt das Geile. Das ist die große Frage, die mir viele stellen. Christian, was mache ich mit den Diamanten? Ihr seht's, jetzt kommen hier die 4-Sterne-Goldmarken mit ins Spiel. Draufklicken und jetzt kann man hier nämlich die Diamanten einsetzen. Du brauchst 1000 Stück dafür. Jetzt will ich mal wissen, was hier drin ist. Ist aber keine 4-Sterne-Silbermarke drin. Das ist natürlich assi. Ich werde mich hüten, das jetzt hier aufzumachen. Ich werde meine Diamanten aufheben. Ihr seht, man braucht 10 Capes jetzt. Das ist eine richtig kranke Nummer. Das ist mir scheißegal. Ich habe endlich mein Cess soweit. Hier sind dann auch ein paar Poster. Das kommt dann. Guck mal, er kann dann 5. Oh. Oh. Wie geil ist das denn? Und einen neuen Move müsste... Ne, den kriegt er erst bei 4 Sterne. Dann, alles klar. Ah! Oh, hier macht dann hier mehr Schaden. Und Leute, wie geil ist das denn? Ich bitte euch, wie geil ist das denn? Erster 3 Sterne Gold Superstar. Der Tag ist da. Ich weiß,
Ich hätte vielleicht erst einen anderen Akrobaten hochziehen müssen, aber wichtig ist, dass ich erstmal überhaupt ihn habe. Das hilft mir bei den Faction Feuds, das hilft mir im Gauntlet Blitz, das hilft mir bei der Tour bei Hölle, wenn ich jetzt weiter daddeln möchte. Im VS, im täglichen Schissel. Geil. Ich bin happy, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Das größte Glücksschwein der Welt bin ich heute. Was heißt Glücksschwein? Ich habe ewig drauf gewartet, um ehrlich zu sein. Hier ist endlich, endlich. Endlich ist es soweit. Leute, jetzt ist aber auch gut, weil ich denke nämlich morgen oder übermorgen wird das nächste Champions-Video kommen, weil dann nämlich die Diven da sein werden. Spätestens übermorgen ist es soweit. Ich bin gehypt. Erster 3-Sterne-Gold-Superstar. Ab jetzt ist mir alles egal. Jetzt kann ich hier alles Sucha angehen. Leute, total geil. Ach, super. So, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.